Ach, ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu einem Rossmann-Haul diesmal. Es gibt ja Leute, die haben ein DM nicht in ihrer Nähe oder können nur online bestellen. Wir haben hier in Berlin natürlich Glück, da müssen wir nicht weit fahren. Rossmann DM ist meistens überall immer nah. Wenn es ein DM gibt, gibt es auch Rossmann und umgekehrt, also bei mir zumindest. Und ich war heute bei Rossmann drin und hoffe, dass die Zuschauer oder ihr als Zuschauer dann vielleicht da ein paar Anregungen bekommt und wenn nicht, dann einfach nur als Neugier, was kauft sie denn so ein? Ich war mit Giselle. Ich esse ja ganz gerne diese Billy-Produkte, Billy Tiger. Seht, da habe ich von DM vergessen. Da wollte ich eigentlich in der Babyabteilung diese Spinat- und Kürbis-Maisstangen mitnehmen oder diese kleinen Kügelchen aus Mais. Die haben mir richtig gut geschmeckt. Wir sind jetzt aber bei Rossmann. Also das zwischendurch zum Knabbern einmal. Dann liebe ich ja diese Billy Tiger in Bunt davon. Ach so, nee, mir fällt gerade ein. Kili hat gefragt, ob er eine Tüte darf. Und ich habe mir unterwegs schon eine aufgemacht, weil ich so einen Hunger hatte. Wir haben es jetzt. Ich krieg nicht mal meinen Ärmel rüber, um euch die Uhrzeit zu sagen, aber ungefähr 15 Uhr. Heute war der letzte Schultag bei uns. Ab Montag sind Herbstferien. Ja, hat jetzt nichts damit zu tun, aber wie bin ich denn darauf gekommen? Was war das denn für eine Überleitung? Kili ist von der Schule gekommen und hat gefragt, ob er auch so eine Tüte da vergesset. So wisst ihr dann eben kurz mal, was hier so los ist aktuell. Giselle hat sich Kosmetiktücher mitgenommen von Alouette. Recycling, zweilagig, natürlich, weich und sicher für 200 Euro. 200 Tücher sind hier drin. Genau. Es war sehr, sehr viel runtergesetzt. Also wirklich fast komplett. Ich hatte gefühlt überall so ein Sonderpreisschild. Hat mich natürlich gefreut. Ihr wisst, ich bin da, also finde es aber total klasse, wenn man sparen kann. Ich gucke da auch wirklich drauf und manchmal lasse ich die Produkte dann wirklich im Regal, wenn ich sehe, nee, ich weiß, für 1,79 gibt es das zum Beispiel dort, also kaufe ich es nicht für 2,49 zum Beispiel. Aber da war heute wirklich sehr, sehr viel. Also Domol für 1,11 Euro. Verhältnismäßig, wenn ich diese Reinigungstücher kaufe oder Haushaltstücher. Dann bei DM für 1,25. Jo, habe ich zweimal mitgenommen in der ganz normalen Duftrichtung. Giselle hat sich dann hier Wattepads mitgenommen, Baumwolle. Ich habe auch nicht geguckt, was sie hier reingemacht hat. 100% Baumwolle, 140 Stück. Lavazza war im Angebot. Man hat ja immer am Kassenbereich, ich weiß nicht, ob es bei euch so ist, aber wir haben ja da, wo die ganzen Schnabuliersachen sind, Proteinriegel und sowas alles. Ist oftmals Kaffee im Angebot und Lavazza ist ja einer meiner Lieblingssorten. Dann auch noch Crema, gleich mitgenommen für 8 Euro noch was. Bei Kaufland kriegt man manchmal für 7 Euro noch was, aber statt 13 oder 14 Euro macht sich das dann in der Summe schon bemerkbar. Und ich habe ja noch einen von Kaufland, hält. Also über diesen Monat auf jeden Fall. Runtergesetzt war auch. Ich weiß ja, dass Jolien das so mag und sonst immer von DM mitnimmt, von Baptiste oder Batiste, keine Ahnung, Trockenshampoo Blush, Flirty Floral. Das mag sie ganz gerne, deswegen habe ich zwei mitgenommen. Und die waren fast die Hälfte. Also korrigiert mich mal bitte, kostet das Ding wirklich sonst fast 4 Euro oder habe ich mich verguckt? Also es war auf jeden Fall reduziert. Und dachte mir, na dann schlage ich lieber zu. Ja, dann habe ich hier noch mal so einen Quarzstein mitgenommen. Das sind ja diese Massageherzen, Rosenquarz. Giselle hat auch einen in Grün. Wir haben uns den bis jetzt immer geteilt, um so die Konturen so ein bisschen zu massieren, weil Gesichtsgymnastik macht man ja nicht wirklich. Ist ja eigentlich nur am Hängen, wenn man nicht am Quatschen ist. Und die Schwerkraft, die siegt ja irgendwann. Und ich finde, das ist sehr angenehm. Also auch wenn es jetzt gerade ein Herz darstellen soll. Hat jede Funktion oder jede Form seine Funktion, sagen wir es mal so. Also hier könnt ihr mit dem Kiefer oder mit der Jawline so schön rein oder über Nasenrücken, überall da, wo es kantig wird, um ein bisschen zu massieren, eure Pflege oder einfach Öl oder so.
Und mit diesen Seiten, die nimmt man dann für Hals, Dekolleté und so weiter und so fort. Den grünen, den benutze ich auch einmal oder zweimal wöchentlich ungefähr. Dann habe ich mir eine Haarfärbepackung mitgenommen von L'Oréal. Brasilia Dunkles Naturbraun. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder so ein warmer Ton ist, der so ins Rötliche geht, weil damit habe ich ja von Natur aus schon alleine zu tun, dass man oder dass ich so ein rötliches Braun habe. Und das ist die Nummer 3. Ich halte das mal so ein bisschen für euch rein. Von vorne sieht das Ganze so aus. Ich benutze jetzt nur eine Packung, weil meine Haare noch ziemlich dunkel sind von den ganzen Schwarzfärbungen. Ich will das aber so ein bisschen angleichen, dass meine Haare oben nicht heller aussehen als mein Schwanz. Pferdeschwanz. Und hoffe, dass ich damit so ein bisschen Einheit reinkriege. Mich stört es aber jetzt nicht wirklich. Dann habe ich doch noch mal Duschgel mitgenommen, weil Kilian habe ich irgendwie völlig vergessen, der Arme. Der muss sich hier immer mit Feenstaub und Feenduft einschamponieren. So schlimm ist es jetzt nicht, aber weiß auch nicht, was mit mir los ist. Wobei ich ja die frischen Düfte wirklich liebe und von DM sehr oft frische Düfte für mich mitnehme. Ist jetzt kein großartiger Alarm für den Kleinsten. Der will ja auch mal was richtig Duftiges haben, ne? Sonst bringe ich ihm ja auch so eine Sache mit. Fand ich ganz cool. Isana Man, herbe Frische, drei in einem sogar. Für ihn total praktisch. Körper, Gesicht, Haar. Ich bin der Meinung, für Männer generell ist es sehr praktisch. Einfach nur drei in einem. Kein extra Shampoo, kein extra Duschgel. Wollen wir mal? Typische herbe Frische, so wie es draufsteht. Herbe Frische, Tatsache. Dann Isana liebt die Erde. Ach nee, das ist Umweltschutz. Isana liebt die Erde. Naja, steht da trotzdem drauf. Erfrischendes Duschgel, totes Meersalz, 90% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. pH-neutral und vegan. Natürlich auch wieder ein Neuzeichen, ne? Hier steht's alles drauf. Habe ich nicht gerochen. Ja, riecht nach Natur. Man hat das Gefühl, man riecht da echt so ein bisschen Salz. Wenn man sich wirklich so über so ein Topf hängt mit Meersalz. Ich habe ja da auch so eine Töpfchen, wo ich das immer mit dem Finger raushole. Kam mir als erstes so in den Sinn. Mal gucken. Ich hoffe nicht, dass das dann brennt, wenn man sich vorher rasiert hat oder so. Muss man mal gucken. Totes Meersalz. Na egal. Wenn, dann ist es desinfizierend. Und das habe ich ebenfalls mitgenommen. Was war hier noch? Ach, nochmal Isana Man Duschgel Beach Explorer. Limitierte Edition. Wieder drei in einem. Mensch, also die können sich freuen bei mir. Einfach nur einseifen von Kopf, nee, von Haar bis Fuß. Ähnelt dem Duft ziemlich, muss ich sagen. Beides frische Düfte. Dann habe ich Zahnbürsten mitgenommen. Müssen mal wieder ausgewechselt werden. Und auch so, dass ich einfach eine habe. Einmal in Blau mit, ach, beide sind Mittel von Dr. Best. Und die Orange, ich denke mal, die kriegt Kilian. Sind so diese feineren Borsten, diese Dinger hier. Und hier ist es ohne. Waren auch reduziert. Dann geht es weiter. Dann teste ich, dann teste ich von Schwarzkopf Taft. Es ist nur Taft. Ich wollte beinahe sagen Dreiwetter-Taft. Das ist Power Express Haarspray halt 5. Trocknet sofort. Davon gab es noch andere Sorten. Für feines Haar, also mehr Fülle. Und ich habe mich für das entschieden, trocknet sofort. Mal gucken. Dann geht's weiter. Giselle hat sich mitgenommen für 2 Euro. So eine Ohrringe. Ich mag so einen Schmuck ja nicht, weil der anläuft. Ist einfach nur ein Modeschmuck. Dann hat sie sich natürlich, wie soll es anders sein, Wimpern mitgenommen. Ich denke aber auch, die waren aus der Reduzierecke. Halt euch die mal rein, was das für welche sind. Von Reval Loves Me. Runtergesetzt waren auch die Febreze-Stecker. Ich wollte beinahe wieder sagen, runter reduziert, aber ist ja falsch. Reduziert waren diese Febreze-Stecker so einmal in Frühlingserwachen und einmal im April. In April frisch. Ihr wisst, im Aufgebraucht oder Review sage ich auch, ihr könnt die Flaschen tauschen untereinander. Müsst ihr einfach nur aufpassen, wo der Aufkleber ist und dann könnt ihr die Flaschen von A nach B transportieren. Euch die Düfte so zusammenstellen, aber normalerweise sind die Düfte völlig okay. Warum habe ich so viele Männer diesmal mitgenommen? Ach, Backup.
Relax mit frischem Duft und Hanfextrakt. Ich werde hier nur noch mit Hanf konfrontiert. Also zurzeit ist echt schlimm. In jedem Produkt Hanf, Hanf, Hanf. Also was heißt es schlimm? Aber so krass wie jetzt zurzeit kam es mir noch nicht vor. Auch 55 Cent. Auch eine frische, aber geht schon so, wollte gerade sagen, wie so Fichte. Und dann guckt man hier rauf und dann sieht es wirklich. Ach so, alles klar. Aua, der hat wehgetan. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich hier beinahe gesagt, riecht wie ein Wald. Waldfrische. So, Giselle hat sich eine Mascara mitgenommen von Catrice Glam and Doll. Ja, damit scheint sie dann wirklich super gut klar zu kommen. Das wäre die blaue hier, die ist, glaube ich, waterproof. Andere nimmt sie gar nicht. Sie achtet da eigentlich immer, ja, waterproof. Dann habe ich reichhaltiges Duschgel. Ach, das gehörte hier zu dieser Edition oder Serie. Hier haben wir Arganöl. Das wäre das. Das andere war ja Meersalz. Und hier Arganöl. Hier waren es, ach nee, auch 90% natürliche Inhaltsstoffe. Oh, das riecht wie Zuckerwasser. Das ist ja da. Wie Karamell. Oder habe ich ein Ding zu laufen? Also, ich glaube, das sind jetzt Vanilleblüten. Sehr, sehr süß. Nicht meins, leider. Nicht meins, aber ich habe ja genug Verwender dafür. Bevor ich mich jetzt hier die ganze Zeit hier bücke, was hat sie sich denn wieder mitgenommen? Hyaluron-Primer. Da sind so Kügelchen drin mit so Schimmerextrakt von Reval de Loup. Oh, dann sind das aber aussortierte Dinger, oder? Oder haben die Reval Loves Me und Reval de Loup zusammengehauen dann? Ich dachte, die Firma kommt weg, aber weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ein Primer. In der 01 steht hinten drauf Hyaluron-Primer mit so Schimmerperlchen drin. Gibt wahrscheinlich so einen schönen Glow. Und noch eine Mascara. Na, sie haut ja hier auf die Kacke. Ey, wenn ich nicht aufpasse, da ist sie ja genauso wie ich. Glam and Doll. Wo ist denn hier der Unterschied? Auch waterproof. Also einmal eine hellblaue Version. Ich sitze ja hier schon fast vor der Linse. Wundere mich die ganze Zeit, warum ich so Rückenschmerzen kriege. False Lashes Mascara Waterproof und Volume Mascara. Das ist die voluminöse. Das ist die False Lashes. Okay, naja, also wenn sie mir jetzt demnächst nochmal mit einer Mascara um die Ecke kommt, dann verweise ich sie erstmal auf die zwei beiden. Auf die zwei beiden. Schön. Und ein Kajalpencil in Weiß von Essence zum Anspitzen wäre dieser. Habe ich auch immer gerne benutzt, um die Wasserlinien zu besetzen. Auch diese waren in der Theke runter. Gesetzt, meine Lieblinge, und habe mir davon nochmal ein Altrosa mitgenommen in der 130. Self-Starter, glaube ich, sagt mir auch nichts, aber Ruler habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne genommen. Ist auch wieder so ein Himbeerton. Bombig, freue ich mich, dass wirklich fast alles reduziert war oder dann so günstig wie hier Zahnbürsten reduziert. Ja, soweit, so gut. Das war's. Nein, eine Capri-Sonne und dann sind wir durch. Danke fürs Zugucken. Toilettenpapier, Haushaltsrollen, Hygiene habe ich alles schon entweder bei DM gekauft oder bei Kaufland, wenn es im Angebot war. Da wundert euch bitte nicht. Zahnpasten hatten wir auch noch im Backup genug. Da haben wir jetzt vier offene Tuben. Auch nicht wundern, dass sowas mal aufgebraucht fehlt, aber. Bis dann vier, fünf Tuben entleert sind, dauert es eine Zeit. Wir brauchen Abwechslung, ja. Dankeschön, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. So rum. Ciao, ciao.